vielen Dank, dass Sie uns für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Zunächst mal würde ich gerne wissen, wie entwickelt sich die Nachfrage nach Flash-Storage-Systemen in Deutschland? Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir gemeinsam ein Interview machen können. Das Flash-Thema für HP in Deutschland entwickelt sich sehr, sehr positiv. Man wird es nicht glauben, aber 40% unserer gesamten Plattenumsätze, die wir in Deutschland machen, sind schon Flash-basierte Systeme. Einfach gesagt, Flash wird immer beliebter. Was wir sehr stark sehen, sind sogenannte hybride Systeme, also Systeme, die sowohl über Festplatten als auch über Flash verfügen, um einfach auch zwischen diesen beiden Klassen atmen zu können. Wie gesagt, es erfreut sich größter Beliebtheit. Und der Einstieg ist ja auch relativ einfach. Ja, Kunden, die in den letzten Jahren auf ein Dreipass-System gesetzt haben, können heute ohne weiteres ein paar Festplatten rausziehen und Flash dafür reinstecken oder erweitern und dann Flash reinschieben. Also ich kann nur sagen, der Einstieg ist einfach, ist gut und wir sehen starkes Wachstum. Und in welchen Bereichen haben Sie Flash-Storage-Systeme bereits etabliert und in welchen sehen Sie noch Potenzial? Ja, bei der Einführung vor etwa 12, 18 Monaten war für mich die erste Wahrnehmung, das ist etwas für den gehobenen Mittelstand oder für den Enterprise-Bereich. Dadurch, dass aber die Kostdynamiken extrem runtergekommen sind. Ja, Sie kriegen heute eine 2, in Zukunft sogar eine 4 Terabyte Flashplatte. Für den Preis einer normalen mit 15.000 Umdrehungen drehenden Spindelplatte können Sie Flash in allen Größen einsetzen. Wir haben kleine Mittelständler, die einfache Storage-Kapazitäten haben, ein 7200er Array als Beispiel, bis hin zu kompletten Enterprise Array, SAP-Umgebungen. Überall macht es Sinn. Ja, was wir sehen, ist vor allen Dingen auch, dass Kunden hybride Arrays einsetzen, also durchaus große Systeme, wo sie auf der einen Seite Flash-Speicher haben, auf der anderen Seite aber normale rotierende Spindeln und einfach zwischen diesen beiden Bereichen auch geatmet wird, mit kalten und heißen Daten. Also wie gesagt, sehr, sehr flexibel einzusetzen und wir entdecken es eigentlich in jedem Teil der Anforderungen unserer Kunden, klein und groß. Okay. Jetzt noch meine letzte Frage. Wo sehen Sie die CANCOM in diesem Umfeld? Ja, die CANCOM als einer unserer wenigen Platinum-Partner ist natürlich denkbar gut aufgestellt. Ja, sie haben eine super Kundenzugänge, sie haben hohe Beratungskompetenz, Lösungskompetenz. Und für uns und für mich persönlich ist die CANCOM jetzt auch nur als reiner Storage-Partner betrachtet einer der wichtigsten Partner. Und die vielen gemeinsamen Projekte, die wir machen, die auch erfolgreich laufen, zeigen, dass wir beide gemeinsam gut aufgestellt sind. Prima. Dann danke ich für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Danke.